Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Story-Folge von Gato Roboto. Erinnert ihr euch noch? Hier, Aquädukte. Falls nicht, nicht so schlimm, ist schon ein bisschen her. Aber mir fällt auf, ich habe alles. Alles außer ein einziges Health-Upgrade, ein Energy-Kit. Und was ich vergessen habe, ist, dass man hier hoch kann. So, man kann hier natürlich nicht einfach so hoch. Aber doch, kann man. Doch, mit dem, anscheinend kann man hier einfach so hoch. Wenn man den, Spin-Jump hat, kann man hier einfach hoch. Okay. Und dann, wenn man hier weitergeht, dann findet man hier rechts das letzte Energy-Kit, was ich verpasst habe. Und jetzt haben wir tatsächlich 100%. So. Jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Ich cut hier wahrscheinlich, dann sehen wir uns einfach gleich nochmal wieder. So, jetzt sind wir wieder hier im Inkubator an dieser Stelle. Yeah, da wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und nun, da wir 100% haben, und falls ihr mir nicht glaubt, dass wir keine 100% haben, ich zeig's euch. Es steht jetzt schon in der Datei, dass wir 100% haben. Wollte ich nur kurz gezeigt haben, damit ich mich ein bisschen besser fühlen kann. So, weil ich saß nämlich sehr lange. Ich habe nämlich schon 4 Stunden dieser File. Und ja, egal. So, aber wie kommen wir jetzt dort rein? Das Mysterium bleibt zwar immer noch offen, aber ich habe schon eine Idee, was wir machen könnten. Und zwar kann man ja hier durchschwimmen. Ah nee, warte, da waren wir doch vorhin. Da waren wir doch vorhin. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wie kommt man dort lang? Irgendwie fehlt uns was. Wir haben irgendwie einen Knopf nicht. Es fehlt ein Knopf oder so. Könnt ihr hier fliegen? Ob das jetzt gewollt ist, dass man das kann oder nicht, ist jetzt egal. Man kann auf jeden Fall fliegen. Da ist zwar eine Röhre, aber da meine ich, war jetzt aber kein Knopf. Ich kann noch mal kurz rüberschwimmen und nachschauen, aber ich meine, da war nichts. Aufpassen, aktivier mal bitte. No, aber nicht in meine Fresse rein. Nein! Ich hätte einfach nach rechts reingehen sollen. Am Ende mache ich das alles umsonst. Das kann sehr gut sein. Gehen wir einfach so hier hoch. So ist es viel einfacher. So, erwischen die mich auch nicht. Autsch. Aber da unten ist nichts. Wo kann man da denn überhaupt überlangen? Bis zum... Okay, ich bin gerade sehr verwirrt. Soll man vielleicht das U-Boot hier so mitnehmen? Dann vielleicht alle killen oder so? Autsch. Das ist jetzt das Einzige, was ich machen kann. Das Ding noch mitnehmen. Und hoffen, dass es mir irgendwie hilft. Autsch. Ah doch, es hat geholfen! Ah, ich muss alle Gegner besiegen in diesem Raum. Habt ihr das gehört? Dieses Geräusch? Ah, okay. Ich lass ihn mal hier. Oder Moment, nein, besser. Ich lasse ihn mal hier. Zack. Hol mir dann mein U-Boot. Zack. Hier durch. Mach den dann platt. So, mach den dann platt. Aufpassen. Was soll ich machen? Stopp doch. So, der letzte. Der kann mir jetzt niemals 3 Leben abziehen. Niemals. Niemals! Alter! Wow, wow, wow! Nein, kann er nicht. Ja, jetzt ist er frei. Perfekt. Und jetzt hole ich hier nochmal kurz mein Mac runter. Genau. Perfekt. Und dann sollten wir ins Labor hören. Das kann ja jetzt nicht so lange weiter. Nee, hier muss irgendwo das Ende sein. Ah. Okay, hier muss ich alleine lang. Das ist zu eng. Aha. Keine Ahnung, die Kanonen hier wieder. Was auch immer das für Dinger sind. Schön, schön. Nehmen wir den hier.
Dann ist da irgendwo was unten freigesetzt worden. Wahrscheinlich. Ja, dachte ich mir schon, dass ich hier dann hoch kann. Zack, zack, zack. Peng! Achtung, nicht humanoider Besucher der Forschungseinrichtung. Katze. Ja. Bevor du dich weiter nach unten begibst, solltest du wissen, dass die Rückkehrfunktion für diesen Aufzug deaktiviert wurde. Für deine Sicherheit gibt es keine Garantie. Anders ausgedrückt, ab hier gibt es kein Zurück. Wenn dich also ein Mensch steuern sollte und dieser Mensch zu einem früheren Punkt zurückkehren und unbedeutende Artefakte aus aller Welt sammeln möchte, um sein Streben nach hundertprozentiger Vollständigkeit zu erfüllen, dann möchte dieser Mensch jetzt vielleicht lieber umkehren. Miau! Gut gesprochen. Das werde ich vermissen. Sei ab jetzt vorsichtig. Miau! Tja, aber wir waren wohl einen Schritt voraus, denn wir haben genau das schon geschafft. Und damit würde ich sagen, mit einer neuen Palette nehmen wir mal Traube. Traube sieht echt schön aus. Auf ins Finale! Ins Labor! Miau! Oh, wir können uns bewegen! Autsch! Bam, 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 bam. Okay, das ist cool. Autsch! Bam, 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 bam. Finde ich richtig cool hier. Wir haben jetzt zwar schon zwei Treffer genommen, aber dann ist es halt so. Noch mehr von euch. Was wollt ihr? Haut ab! Noch mehr! Meine Güte, ihr wollt es aber wissen. Die ganze Familie versammelt oder was? Oh! Was? Was habe ich getroffen? Okay, wie auch immer. Ach so, der schmeißt hier einen Frosch runter. Wow. Ich hoffe, ihr dacht, kriegt noch einen Safe. Weil, sonst wäre blöd. Kann ich verstehen, wenn nicht, aber. Ich bin jetzt fast tot. Das ist halt ein bisschen blöd jetzt für mich so. Da muss doch irgendwie eine Heilungsfunktion irgendwo geben noch. Oh, oh, das ist fies, dass da an der Seite noch einer ist. Das finde ich fies. Ja. Autsch. Das ist echt schwer hier. Links irgendwas. Nein? Nicht? Okay. Hier? Nein? Ist noch unsichtbarer Wand, da kann ich nicht lang. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, das haben wir. Labor. Und ja, man kann jetzt tatsächlich nochmal speichern. Nur seid gewarnt. Jetzt hier speichern und ihr könnt nie wieder zurück. Gut. Weiter geht's. Autsch! Ich will doch nochmal speichern. Mensch, 16 Energiepunkte. Wir haben angefangen mit 3? Mensch. Also, das ist schon heftig. Don, 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 don. Pschu! Pschu! Autsch! Ein kleiner Kampf. Ah, was bist du denn? Das kann fliegen! Was auch immer es ist. Es kann nur geschadet werden, während es am Fliegen ist, aber es ist down. Haha. Aber hier ist nochmal ein Kampf. Aber diesmal mit normaler Musik. Ich mag diese Gegner hier nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ja, der ist ja gefangen. Der kann uns nichts tun. Aber ihr schon! Haut ab! Bam, 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 bam. Bye, bye. Aber soweit ich weiß, dürfte es jetzt eigentlich keine Secrets mehr geben. Hoffentlich kriegen wir es in dieser Folge schon alles hin. Wenn nicht, dann muss ich es auf die nächste Folge verschieben. Dann wäre das zwar so, aber. Oh Gott. Oh nein. Autsch. Okay, das ist fies. Ah, das ist wirklich fies. Aber ich bin ich habe überlebt. Bin durchgekommen. Du kannst uns nicht zu und hau ab. Okay, ich glaube, das Labor ist hier komplett einfach nur noch vollgefüllt mit ganz vielen Gegnern. Was,
bist du eigentlich? Ich dachte, die kämpfen schon, aber die kämpfen wir anscheinend noch nicht. Wir fliegen den Heini dort. Aua! Was soll das? Armin. Okay, warum ist hier links irgendwas? Da kommen wir aber gar nicht lang. Wow! Oh Gott. Okay. Man kann sich ja leider nicht ducken im Spiel. So konnte ich dem jetzt kaum ausweichen. Aber der ist zumindest down. Und hier ist noch ein Safe. Und hier ist ein Gegner. Wer bist du denn? Oh, hab ich gesehen. Ah, ich kann ihn. Kann ich ihn nur mit Raketen? Ja, nur Raketenschaden nehmen. Oder? Nur dann macht er so eine Animation. Ja, ich glaube nur Raketenschaden nehmen. Bin mir jetzt nicht sicher. Nee, nicht nur Raketen. Alles klar. Ich bin jetzt aber Kampf. Ich habe übrigens keinen Damage genommen mit dem Kampf. Ziemlich cool. If I do say so myself. Ah! Okay, jetzt wird's echt heftig. Jetzt ist ein bisschen zu viel für mich. Komm, mach dein Maulchen auf. Bam, bam, bam. Okay. Zack. Da oben ist noch einer. Der ist auch weg. Schön, schön. Oh, hier gibt's noch ganz viele Trumps. Ich durch. Aha. Ich kann doch vor allem auch gar nicht durchdashen durch die Dinger. Die sind echt solide. Da kommst du nicht durch. Kommst du echt nicht durch. Lass erstmal den da oben killen. So. Au. Aber hier oben kann er mir nicht schaden, oder? Nein, natürlich nicht. Oh. Noch so ein Typ. Gott. Könnte ein bisschen schwer werden hier. Bam, bam. Nee, ich glaube, das wird sogar die vorletzte Folge. Bam, 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 bam. Weil das Finale des Spiels ist tatsächlich doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Bam, yay. Oh, wie viele von euch noch? Okay, das ist echt schwer hier. Ah, da oben kann man durch. Ah, ich kann einfach raus. Ich muss die gar nicht killen. Okay, besser ist. Weil ich bin schon sehr angeschlagen und es gab schon lange kein Checkpoint mehr. Ich würde jetzt gerne ohne Tod durchkommen, wenn es okay wäre. Ja, das Spiel ist nicht einfach. Und mal sagen, was man will. Das Spiel ist nicht einfach. Oh, noch so ein Raum. Autschi. Der da oben nervt mich. Der da oben soll weg. Ja, genau deshalb. Verdammt. Den muss ich jetzt aber besiegen. Ja, den muss ich jetzt besiegen. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, wann ich ihn angreifen kann und wann nicht. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber der tankt richtig viel. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Endboss. Wie viel wird der wohl tanken? Puh, bitte sag mir, ist ein Safe. Yes, wir sind safe. Puh, also das ist ja echt, das ist echt krank. Das lilane Labor. Oder so halb pink, keine Ahnung. Lila pink. Diese Muster. Und wenn das nicht mein kürzenhafter Kontrahent ist. Ja? Sei nicht so selbstgefällig. Ich hab dich genau da, wo ich dich haben will. Oder hast du es nicht verstanden? All die Herausforderungen, die du gemeistert hast, alle Widrigkeiten, die du befunden hast, sie waren nur eine Reihe von Experimenten, die zeigen sollten, ob du ein geeignetes Gefäß abgeben würdest.
und du hast dich als sehr stark und widerstandsfähig erwiesen. Du wirst der Indian geführt von meinem armen Hund Bartlef, der im Sterben liegt. Er ist schon seit langem krank, weißt du? Ich habe ihn einer hydroglobulären Röhre am Leben erhalten. Doch, ich wusste, dass du früher oder später nicht reichen würdest. Es würde nicht reichen. Es würde nicht reichen! Und so habe ich auf die Militärdatenbank zugegriffen und dich und Darth gefunden. Ihr beide seid geeignete Wörter für mich und für Bartlef. Jetzt ist ja das Lachen wohl verdanken, was? Wenn ich den Körper eines Soldaten habe und den Geist von jemandem, der so viele Menschen getötet hat, so viele. Stell dir vor, wie erfreut ich war, als ich herausfand, dass Darths Patrouille ihn durch diesen Sektor führt. Ich habe den galaktischen Sender repariert und eine Sicherheitswarnung gesendet. Und dann habt ihr Schwachköpfe eine Bruchladung in meinem Hinterhof gelegt. Natürlich klemmt sich der schwachköpfige Soldat in seinem eigenen Schiff ein. Glücklicherweise wurde sein Körper dabei nicht allzu stark beschädigt. Ich werde nun mein Bewusstsein in Darths Körper übertragen und endlich diese armselige Form loswerden. Danach werde ich mit deinem Körper dasselbe für Bartlef tun. Sie werden es alle bereuen, dass sie mich erniedrigt und mich wie eine dreckige Ratte behandelt haben. Na? Warum ich das mache, fragst du? Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Wow. Heißt das, wir müssen jetzt unseren Freund umbringen? Anscheinend. Nein! Oh nein! Und jetzt der Trailer-Theme! Und ich finde ihn so hart geil. Diesen Theme. Kann die nur da oben angreifen. Aua! Au! Bam, bam, bam! Wow! Aua! Ich dachte, der macht weiter. Shit, ich glaube, das war's. Das überlebe ich nicht. Oh, der arme Bartlef, der tut mir natürlich leid, aber das kann er nicht machen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das kann er einfach nicht machen. Aua. Was macht er jetzt? Oh no. Bist du geisteskrank? Ja, ist er. Kann ich mal nicht selbst beantworten. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ha. Bam, 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 bam. Ob wir das jetzt noch schaffen mit diesem Try? Ich bezweifle es, aber ich habe nichts anderes vor. Und ganz ehrlich, das Dashen, das ist sehr hilfreich. Aber doch, ich glaube, ich krieg's hin. Oder? Oh mein Gott. Nein. Er ist fast down. Komm schon. Warte, wieder die Scheiße. Nein! Verdammt! Jetzt geht down! Er ist fast tot! Bam! Aber das scheint es noch nicht gewesen zu sein. Wir müssen ihm hinterher. Er ist einfach so geflohen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der? Hier ist er. Da bist du, Kiki. Also gut. Siehst du diese Röhre da oben? Dort wirst du deine letzte Ruhe finden. Bist du schon müde? Miau! Glaubst du etwa, du hast mich geschlagen? Ha, als ob ich einen Merkmack brauchen würde. Oh nein! Mit dieser vorzüglichen Statur und opponierbaren Daumen werde ich dich auf die altmodische Art erledigen. Sag Hallo zu meiner neuesten Multigun. Miau!
Verabschiede dich doch auch gleich, wenn du schon dabei bist. Oh mein Gott, er schießt mit! Oh Gott! Bam, 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 bam! Er hat eine Gun! So wie wir! Eigentlich doch nur fair, ne? Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Bam, 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 bam! Autsch, autsch, autsch! Autsch, 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 autsch! Autsch, autsch, autsch! Bam, 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 bam! Meine Güte, der haut rein! Aber wir haben ihn. Heißt, ich kann ihn nicht steuern! Ich kann ihn steuern! Ich kann nichts machen! Das war's, Katze. Hier bleibt nichts anderes übrig, als dich zu ergeben. Das Gefäß wurde schon genug beschädigt. Alarm! Störung entdeckt! Unterbrich mich nicht, Computer! Die Situation ist unter Kontrolle! Zur Freigabe der hydroglobulären Röhren bitte das Passwort eingeben. Genug! Deine Hilfe wird hier nicht gebraucht! Inkorrekt. Bitte das Passwort eingeben. Korrekt. Hydroglobuläre Röhren werden freigegeben. Barcliff! Du musst in der Röhre bleiben. Dein Zustand ist nicht stabil. Wieso, Barcliff? Erkennst du mich nicht? Na, du bist in deinem Körper. Natürlich erkennt er dich nicht. Ich bin es. Ich bin dein Freund, Otto! Dein Herrchen! Herrchen! Haben wir es geschafft? Barcliff, komm her, Freundchen! Wohin führt er uns? Und damit ist das Spiel durch. Mission abgeschlossen. Abschlussrate 100%. Ach warte, Barcliff ist doch jetzt, Jetzt bin ich verwirrt. Ist Barcliff wirklich Barcliff oder ist er... Oder ist er vielleicht... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also entweder Barcliff ist Barcliff oder ist unser Freund. Oder die beiden Menschen sind leider draufgegangen. Und wir müssen jetzt zusammen mit Barcliff weitermachen. So viele Fragen. Ah, ich glaube, die Maus war unser Freund und er lebt noch. Aber was wird aus ihm? Das war's auf jeden Fall mit Gato Roboto. Puh, also ich muss echt sagen... Geiles Spiel. Echt geiles Spiel. Werde ich auch bestimmt nochmal spielen. Auch sehr herausforderndes Spiel. Man muss die Bosse erstmal herausfinden, wie die funktionieren. Ich hatte das Glück, dass ich beim Endboss sofort herausgefunden habe, wie der funktioniert. Und ja, das Spiel ist echt krass. Also, hat mir gefallen. Story ist cool. Stellt aber noch ein paar Fragen offen. Also ich würde euch empfehlen, das Spiel zu holen. Das Spiel ist vielleicht 7 Euro, gibt es auch auf der Switch. Vielleicht sogar auf PlayStation 4 und Xbox, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es auf der Switch. Und für nur ungefähr 7 Euro. Ich finde, das ist der Preis auf jeden Fall wert. Und wie ihr sehen könnt, wir haben 100% durch. Das war's mit dem Let's Play. Bestimmt gibt es noch ein paar Bonus-Episoden. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns bei dem nächsten katzenfreundlichen Spiel. Wieder. Haut rein, schönen Tag noch und ein perfect day für euch.